Ja, die Tage gehen ins Land und wir haben voll mitten tiefsten Winter. Es ist alles weiß und zugeschneit und ja, 534 Münzen warten auf ihre Bezahlung. Und dazu wünsche ich euch jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem Laden. Tja, hier in Winkeltier geht es ja wirklich ab, muss ich sagen. Wir haben jetzt ja Tag 82. Und ja, die Schulden steigen natürlich und wir müssen gucken, dass wir irgendwie mit dem Lagerplatz ein bisschen besser haushalten können. Ja, vor allem, ich freue mich dann schon drauf, wenn die großen Schränke, wenn ich mir die dann irgendwann mal leisten kann. Einfach nur darum, dass ich dann wirklich immer sechs Waren von einem Produkt in den Schrank packen kann. Das hilft, ist nämlich wirklich sehr hilfreich. Da muss ich nicht die ganze Zeit zu den Schränken hin und diese einzelnen Dinger nachfüllen, sondern kann halt wirklich immer gleich einen Schrank vollbatzen und dann kann ich meinen Rundlauf machen und dann ist gut. So, Kartoffeln habe ich nicht anscheinend. Warte mal. Reden wir erst einmal hier mit dem Händler. So, Käse habe ich keinen mehr. Sollten wir auf jeden Fall kaufen. Bohnen pflanze ich selber an. Holz habe ich noch, Leinen habe ich noch. Wolle könnten wir uns zulegen, dass wir 10 haben. Dann hätten wir immer noch 165. Ich denke, das ist noch ganz gut. Der Rasen reicht mir. Naja, gut, machen wir mal noch einen hier mit dazu. Artischocken habe ich nur einmal. Also ich muss halt schauen, dass ich die Suppen koche, weil die bringen nämlich richtig, richtig viel Asche, ne? So, Blaubeeren. Ich sollte zumindest noch zweimal Blaubeeren kaufen, dass wir die nochmal mit anbauen können. Das ist zwar jetzt ein wenig risky. Ach nee, Quatsch, Blaubeeren haben wir ja. Blaubeeren haben wir ja und Mass. Die können wir ja gar nicht ernten, so viel Blaubeeren haben wir. Ich denke mal, dass wir später vielleicht noch Marmelade oder sowas noch einkochen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir alles vorstellen. Warum habe ich keine Kartoffeln rumliegen? Keinen Platz für Kartoffeln, warum? Dann könnte ich doch anstatt der Erde, die tue ich mal raus, tue ich doch lieber die Kartoffeln rein. Zack. Genau, die habe ich nämlich nirgends drin. Da gehört Weizen rein. Da könnte ich Suppen rein. Ja. Dann muss ich jetzt nur noch einen Platz finden fürs Brot, ne? Okay, jetzt gehen wir erst einmal da hinten durch. Also, wir müssen mal gießen. Ganz wichtig, vor allem wir brauchen das Zeug hier zum Kochen. Ja, Weizen habe ich keinen, ne? Gut, das ist gut, das ist gut. Dann pflanzen wir da natürlich zweimal Weizen an. So, Kartoffeln haben wir noch, Kartoffeln haben wir noch, Blaubeeren brauchen wir keine. Okay, das, was wir bräuchten, das wären Artischocken. Das wäre nicht schlecht. Und das, was ich wahrscheinlich demnächst auch mir zulegen werde, das ist dann ein Mülleimer, dass ich Samen, die ich zu viel habe, quasi wegschmeißen kann. Jo. Jetzt machen wir erst einmal auf. Noch haben wir genug Essen da. Aber ich muss schauen, dass ich mehr Artischocken auch anbaue und mehr Bohnen. Und natürlich auch mehr Spargel. Achso, du wolltest Käse. Ja, sag das doch gleich, bevor du irgendwo hinlatscht. Jawohl. Schön die Süpple kaufen. Ah, du brauchst noch zusätzlich Bohnen mit rein, ne, in die Suppe. So, das ist hervorragend. Wenn die das, also gekochte Zeug so kaufen, dann ist es natürlich super. Weil da verdient man nämlich richtig gut dran. Weil wenn ich mir den Haferbrei anschaue, 17 und Getreide kostet ungefähr 8, wenn ich es kaufen würde. Also das ist schon gut. Und schaffe ich es noch? Jawohl. So, Äpfel. Minus 40%. Okay, dann füllen wir uns da mal mit Äpfeln auf, dass wir jetzt auf 10 Stück oben sind. 304, noch 3 Tage, ja. Da gehen wir mal auf 8. Warte mal, bei den Äpfeln gehe ich auch nur auf 8.
Bohnen habe ich selber, Leinen und Wolle habe ich. Okay, dann haben wir noch immer 260. Das denke ich ist doch mal ganz gut. So, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir kochen können und Artischocken noch aufbauen. So, machen wir zu den Laden. Artischocken, Spargel und Bohnen, das ist eigentlich so das, was wir auf jeden Fall brauchen. So, was braucht 2 Tage? Das braucht 4 Tage. Dann tue ich da mal noch Kartoffeln schnell mit rein. Hauptsache, dass ich da gleichmäßig aufhöre. Getreide, wir brauchen keine Kartoffeln. Okay. In 2 Tagen, dann kaufe ich mal noch keine Dinger hier. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch was kochen, schnell. Ups, die Kamera dreht sich so irre schnell. Da tippt man bloß ein bisschen an und schon ist soweit. Okay, wir brauchen Brot. Können wir jetzt nur eins machen? Wir brauchen was von dem hier, von der Gemüsesuppe. Die könnte ich ja diesmal machen hier mit denen da, mit den Erbsen. Warum sage ich eigentlich da immer Bohnen? Ich weiß nicht, Haferbrei können wir keinen machen. Also könnten wir einen machen, aber das ist nicht in Ordnung. Also da, das haut nicht hin. So, dann müssten wir jetzt aufgefüllt sein. Also machen wir den Laden auf. Also gerade hier in dem Normalmodus muss ich sagen, es ist so leicht, das Ganze zu managen, was Geld angeht und dann auch den Laden wirklich aufrechtzuerhalten. Wobei in puncto schwer ist natürlich schon heftig. Also da kommt man irgendwie. Also das ist wirklich schwer, muss ich sagen. Vielleicht greife ich es auch nochmal an. Ich weiß es nicht. Mal abwarten. Jo, Nebenzüppchen, das ist gut. Und Haferbrei. Spargel habe ich leider keinen mehr. Oh, ich habe keine Suppe mehr. Da muss ich mal schauen, dass ich die schnell koche. Gemüsesuppe ist jetzt eigentlich erst einmal egal, wie viel. Hauptsache, ich kann die schnell da reinpacken. So. Du bräuchtest Torf, aber warte mal, ich muss erst mit dem Händler quatschen, ob der irgendwas Gutes für mich hat. Er hat zum Beispiel ein Holz für mich. Und ja, eigentlich hat er Holz für mich, ne? Weil das andere würde ich sagen, nee, dann nehmen wir mal noch 2 Holz. Also normalerweise sollte man das rocken können. Dann hätten wir nämlich 12 Holz. Ja, machen wir auf 14. So, dann kann ich dir noch schnell den Torf daher schmeißen. Apfel. Und uns fehlt Spargel, ne? Und uns fehlt eine Suppe. Also gucken wir mal noch ganz schnell, was wir hier machen können. Also wir können Artischocken ernten und können die natürlich zum Glück auch gleich wieder pflanzen. So, dann habe ich immer noch Platz. Dann können wir die Artischocken natürlich ernten und auch gleich wieder pflanzen. So, was haben wir hier? Die müssen wir gießen. Ganz klar, wir brauchen Spargel. Allerdings, bevor ich den ernte, würde ich sagen, wir kochen mal aus den Artischocken. Zum einen da nochmal 2 Stück. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal hier 5-mal Gemüsesuppe. Und wir brauchen Brot, ne? Das heißt also, wir sollten schauen, Moment, ob wir Weizen haben. Jawohl, Weizen haben wir. Den gleich bitte wieder anbauen. Jo, ich sehe schon kommen. Spargel muss ich. Okay, 148, das ist gut. Dann also 2-mal Spargel anpflanzen. Dann läuft es doch, oder? Kartoffeln brauche ich aktuell keine. Würde ich echt außen vor lassen.
Dann würde ich sagen, machen wir noch mindestens zweimal Brot. Und dann würde ich sagen, 406. Es ist halt immer riskant, ne? Das ist auf jeden Fall so. Ich muss jetzt die Schulden zahlen. Schaffe ich es, das zu berappen oder nicht? Ich würde sagen, ich speichere jetzt den Shop und ich riskiere es. Laden öffnen. 14 Mal von 20 Mal getilgt. So, ich bin jetzt echt gespannt. Wir brauchen 100 Münzen, um die Schulden zu bezahlen. Aber dann wäre ich auf jeden Fall in einem ganz guten Ding, weil dann hätte ich jetzt halt nicht die Dings verkauft hier. Jetzt habe ich schon gedacht, ey, ich habe doch Spargel gehabt. Wo ist denn der schon wieder? Habe ich den verkocht? Okay. Es schaut aber echt gut aus. Du holst den Käse, dann lege ich für dich gleich wieder Käse nach. 508, 518 und 532, jawohl, und wir haben es geschafft. Super. Das Brot bringt tatsächlich 28 Münzen, ne? Also wenn wir nicht bald rich sind, ne, dann weiß ich auch nicht. Warte mal, ich leg dir den Torf mal schnell da rein oder die Erde, die Wiese. 600. Wir haben jetzt 600. Wahnsinn. Also jetzt nicht mehr natürlich, nachdem wir die Schulden gezahlt haben. Aber tatsächlich so viel dann doch. Wahnsinn. Dann können wir uns. Ey, können wir den Tisch kaufen, einen großen? Können wir. Dann kaufe ich mal noch einmal großen Tisch. Hier kommt auf jeden Fall der Rasen drauf. Und ich würde sagen, wir legen hier vielleicht noch mal ein Eisen mit drauf. Machen wir noch ein Eisen mit drauf. Den lassen wir quasi fest. Den da mache ich variabel. Genau, so machen wir das. Ja, super. Ey, Erleichterung. So, erst einmal unser ganzes Unkraut hier gießen. Die können wir ernten. Und dann kann ich hier ansäen. Naja, gut, dann mache ich halt jetzt halt einmal Spargel und einmal Artischocken. Das ist mir jetzt halt eigentlich egal. Weil die zwei Dinge, die brauchen wir definitiv ständig. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns gleich mal noch einen Kräutergarten. Und zwar, den stelle ich jetzt mal da einfach her. Und zwar nochmal mit Weizen. So. Und dann mache ich jetzt halt die eine Kartoffel auch mal mit rein. Ich glaube, das schadet nichts, wenn wir die dann einmal zumindest abernten. So. Okay. Ansonsten, da haben wir Kartoffeln, da haben wir Kartoffeln. Also, das ist sowas, wo ich aktuell überhaupt nicht brauche, ne? Kartoffeln. So. Die stellen wir beide dahin, weil wir brauchen keine Blaubeeren, wir brauchen keine Kartoffeln. Die Kartoffeln, die wir dann ernten, das sind dann von hier. Da brauchen wir ganz viel. Okay, und das Zeug ist am Wachsen. Also ich würde sagen, Artischocken, Erbsen und na, Spargel. Das ist eigentlich so das, was wir wirklich immer wieder brauchen. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. So, ich kann leider kein Brot backen. Aber ich kann auf jeden Fall. Nee, kann ich auch nicht. Ein Haferbrei, das lasse ich jetzt mal. Was machen wir denn? Wir machen eine Gemüsesuppe. Dann nehmen wir allerdings Spargel dazu. Also so einen Eintopf meine ich. Und wir machen davon auch mit Spargel. Dann machen wir zwei Stück. Oder warte mal, wir machen drei und dann machen wir noch einen mit Artischocken. So, dann haben wir nämlich auch schon die nächste Stufe erreicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh! Marmelade. Wir können tatsächlich Marmelade einkochen.
Und da geht aber nur die Beeren und die Äpfel. Das ist natürlich heftig, ne? Okay, wir haben zwei Stück. Ich würde sagen, wir machen mal noch hier zwei. Weil dann wird es nämlich langsam dann auch doch wieder da. Also Gartenarbeit, die hat es schon ein bisschen mehr in sich, würde ich sagen, ne? Da müssen wir ein bisschen mehr drauf schauen, dass wir das richtig managen. So, dann kann ich allerdings hier das Eisen wieder wegtun. Dann würde ich sagen, tue ich hier das Holz weg und tue dafür die Marmelade hin. Ne, weil dann ist sie hier bei den Lebensmitteln in der Reihe mit. Und dann tun wir dafür hier das Holz hin. So. Und dann sollten wir es doch eigentlich ganz gut gebacken haben. Also 641 ist das Ziel. Schauen wir mal. Jawohl, kommt schon wieder Eisen ran und ich habe immer noch 24 vom letzten Mal. Servus, Vic. Jetzt habe ich schon gedacht, du nimmst die Marmelade. Ne, mein erster Marmeladenkäufer wärst du gewesen. Hast es leider verpasst. Ja, also auf jeden Fall, wir brauchen ein großes Lager. Ding, ding. Jawohl, das letzte Weizen hast du geholt. Oder das vorletzte, besser gesagt. Jawohl, du bist die erste Marmeladenkäuferin, Lisa. Ich hoffe, sie mundet dir. Okay, Moment, den holen wir noch. Jetzt braucht man natürlich Äpfel, ne? Aber es gibt keine Apfelsamen. Das ist doof. 16. Ich verkaufe das Brot für 32. Also im Grunde wäre es schon nicht einmal schlecht, wenn ich sage, ich kaufe jetzt hier einfach einmal, ja, ich sag mal zwei Brote mit dazu. Holz können wir auf jeden Fall auf 15 hochstacken. Getreide wäre generell auch nicht so verkehrt. Dass ich zumindest einmal zwei Stück noch mitnehme, ne? Ich denke, das ist ganz okay. So, Weizensamen sind gerade relativ günstig, aber das interessiert mich jetzt einmal noch gar nicht. Lassen wir mal das so jetzt. So, Hauptsache ich kann notfalls das Brot auffüllen, wenn das alle geht. Okay. Also dann, schalte um. Schalte das Spiel bitte um. Jetzt. So, wir gießen mal unser Zeug. Die Gartenarbeit gehört halt jetzt dazu. Das ist halt jetzt einfach ein Part von dem Game. Das können wir nicht ändern. Das. So. Dann, ja, dich tun wir auf jeden Fall. Den Weizen tun wir fällen. Und dann natürlich auch gleich neu anpflanzen. Ich habe halt jetzt keine Marmelade. Also, ich habe keine Äpfel, besser gesagt. Kartoffeln brauche ich noch nicht, würde ich sagen. Nee, solange die Kartoffeln nicht ein bisschen besser gekauft werden, schaue ich, dass ich mich eher so im Bereich zwischen 5 und 10 aufhalte. Also wenn ich bei 5 bin, kaufe ich noch nichts oder pflanze ich noch nichts an. Wenn ich drunter sack, dann ja. Da kann ich halt nicht. Das braucht einfach ein bisschen Zeit zum Wachsen. Okay, dann machen wir mal den Laden auf, würde ich sagen. Ah, es taut langsam. Das ist gut. So, warten wir mal ab, was die Leute machen. Ernte 90 Pflanzen als Aufgabe. Das ist, ja, das sollten wir recht schnell haben. So, du hast mir jetzt meinen letzten Apfel stibitzt. Ich hoffe, dass der liebe Händler da was dabei hat. Ach so, seid ihr jetzt auf Wiese scharf oder was? Ja, die Dinger, die sind lecker. Die habe ich selbst gekocht. Ah, ich kann nicht auffüllen. Ich habe keine Äpfel. Schauen wir mal. Was hast du? Holz. Und Rasen. Na gut, Rasen kann ich kaufen, ne? Rasen kann ich kaufen. Ja, da gehe ich auch auf 10. Das ist okay. Ja.
Holz haben wir jetzt halt erst einmal genug. Das, was ich halt bräuchte, das wären Äpfel, ne? Und ich sehe es nicht ein, hier an dem Tresen was zu kaufen, weil das ist dann doch ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. So, jetzt kaufe ich zum Beispiel einen Apfel für 8. Die Beeren, die habe ich ja selber. Also ist quasi meine Marmelade 8. Ja, normalerweise würde sich das sogar rechnen, ne? Wenn ich die für 45 verkaufe, ich brauche aber, was brauche ich? Einen Apfel und 2 Beeren oder? Ja, einen Apfel, 2 Beeren, dann würde sich das sogar rechnen. Komm, wir bestellen uns einmal ein paar Äpfel, dass wir da was haben. Machen wir mal 6 Stück. Okay, machen wir mal 6 Stück. Die werden ja dann wahrscheinlich geliefert. Ja, da kommt auch der Händler schon, das ist schön. Jawohl. Dann kann ich den Apfel auffüllen. Genau, du gehst jetzt. Dann kann ich nämlich Marmelade kochen. Weil Beeren habe ich ja genug. So, das mache ich so. Dann können wir... Was können wir denn da... Hier breitechnisch, können wir Brei machen. Ja, ich habe 5 Weizen. Das heißt, ich mache jetzt halt auf jeden Fall 3-mal den Haferschleim hier, den Haferbrei. Ich mache noch ein Brot, dann ist der Weizen weg. Weizen habe ich hier zum Ernten. Bitte 2. Okay, dann eben so und so. So, das muss leider noch wachsen. Ihr müsst noch wachsen. Ihr noch. Oh Mann. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder das Lager voll haben mit dem ganzen Zeug. Okay, die können wir ernten. Das ist schön. Dann können wir da die 2-mal kultivieren. Mache ich jetzt trotzdem noch nicht, weil das ist ja doch ein ganzes Beet. Ne? Das sind dann 9 Stück, glaube ich. Oder sowas in der Art. So, die Kartoffeln kann ich auch noch nicht brauchen, also lassen wir das auch noch. So, dann können wir kochen. Zum einen Gemüsesuppe könnten wir noch mal einmal machen. Da würde ich aber sagen, nehmen wir diese hier, weil da haben wir nämlich schön viele. Dann können wir den Gemüseeintopf machen. Nein, brauchen wir nicht, haben wir noch. Ja, normalerweise würde ich sagen noch ein Brot, aber da habe ich jetzt nichts. Also da habe ich nicht genug Weizen. Ja, ansonsten würde ich sagen, das läuft doch sehr, sehr gut und sehr entspannt, oder? Patz. So, dann können wir doch noch ein Gemüsesüppchen machen hier. Aber auch aus Bohnen. Auch wenn ich immer wieder Bohnen sage, es sind ja eigentlich Erbsen, ne? Es sind ja Erbsen. Man sieht es ja auch, dass es Erbsen sind. Oder sind das Erbsen? Ja, das sind Bohnen, also doch Bohnen. Oh, meine Güte. Weil irgendwie, es schaut ja dann doch wieder aus wie Erbsen, ne? Ich bin da immer wieder durcheinander, ist ja egal. Ihr könnt euch da gerne bekringeln. Vor Lachen. Ja, schnappt euch das Zeug. 264, das ist hervorragend. Ja, mein leckeres Brot. Das ist in der ganzen Nachbarschaft ist das bekannt. Auch meine Äpfel, die sind hervorragend. Bio-Äpfel. So, Spargelsamen. Da könnte man vielleicht noch 2 nehmen. Weil das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Weil 641, wir sollten das normalerweise ganz gut rocken können. Käse haben wir im Grunde noch und vor allem ist er teurer, Spargel sowieso nicht. Holz, okay, nehmen wir halt immer einmal. Eisen habe ich noch. Jo. So, das freut mich, wenn du glücklich bist. So, da ist alles voll. So, und dann ist da auch wieder voll. Super. So, Artischocken brauchen wir.
Wir tun auch gleich wieder, warte mal, wir tun hier den hier rein. So, Artischocken, wenn ich die jetzt ernte, wie viel kriege ich dann raus? 10. 10-mal kriegen wir das raus, ey. Holla. So, euch muss ich gießen, gießen, gießen. Wie viel kriege ich denn da raus? Okay, 6-mal. So, aber ich brauche auf jeden Fall Weizen. Kartoffeln brauche ich noch nicht, Blaubeeren brauche ich auch noch nicht. Dann stellen wir da mal noch einen Kräuterdingsbums her. Pflanzkasten. Wird von den Anbau von Feldfrüchten genutzt. Ja, und wie viel kommen da rein? Ja, weil er ist ja zu teuer, ne? Da müsste ich ja dann 4 Pflanzen reinpflanzen können. Ja. Stellen wir mal den daher. Da tun wir nämlich dann noch die 2 Artischocken mit rein. Weil was wir jetzt halt genau herstellen für die Suppen, das ist ja erst einmal egal, ne? So, ich kann auf jeden Fall jetzt nochmal Brot backen. Den braucht man nicht herstellen. Gemüsesuppe könnten wir zweimal machen. Marmelade haben wir noch und Gemüseeintopf haben wir auch noch. Also würde ich sagen, passt das. So. Ich denke mal, dass die Schulden jetzt halt hier bei 641 überhaupt kein Thema sind. Wir sind jetzt ja gerade bei 340. Und ja, das werde ich auf jeden Fall rocken. Ich würde sagen, ich spiele mal ein bisschen vor, dass wir hier vorankommen, quasi so bis zum Tag 100. Und da sehen wir uns dann quasi im nächsten Part wieder, weil von daher mache ich jetzt halt erst einmal hier Fini. Und ihr seht ja selber, es läuft eigentlich ohne Probleme. Ja, wir sind gut aufgestellt. Und ja, ich bin da zuversichtlich, dass wir das locker rocken und dann auch irgendwann dieses ganze Gebiet hier bebaut haben mit unserem Haus und dementsprechend dann ein wenig umbauen und gestalten können. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch, schönen Abend. Lasst mir gerne ein Like da und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.